Was ist eine Datenbank und welche verschiedenen Typen gibt es? In Datenbanken werden Informationen in sogenannten Datensätzen abgespeichert. Diese werden von einem Datenbankmanagementsystem organisiert und strukturiert, damit auf die Daten in der gewünschten Form zugegriffen werden kann. Zusammen ergeben sie das Datenbanksystem, oft einfach als Datenbank bezeichnet. Datenbanksysteme lassen sich durch die Art der gespeicherten Daten in 5 Datenbanktypen einteilen. Bibliografische Datenbanken. Heute verfügt fast jede Bibliothek über einen eigenen, online zugänglichen Bibliothekskatalog, auch OPAC genannt. Diese Datenbank dient dem Auffinden und Nachweisen von Literatur. Darin finden sich grundlegende Informationen wie der Titel, der Autor und der Verlag einer Publikation. In der Regel erhalten Sie auch Auskunft über den Erscheinungsort, das Erscheinungsjahr und die ISBN. Volltextdatenbanken. Während in bibliografischen Datenbanken nur der Verweis zum Volltext gefunden werden kann, haben Sie in Volltextdatenbanken die Möglichkeit, digitalisierte Texte vollständig aufzurufen und zu lesen. Enzyklopädische Datenbanken. Noch vor wenigen Jahren war es ein Statussymbol, die gesammelte Reihe des Brockhaus im Wohnzimmer stehen zu haben. Mittlerweile ist die gedruckte Enzyklopädie aus den heimischen Regalen so gut wie verschwunden. Enzyklopädische Datenbanken haben dem gedruckten Lexikon den Rang abgelaufen. Sie bieten dank ihrer Suchfunktion nahezu unendliche Recherchemöglichkeiten, sind effizienter zu nutzen und liefern aktuellere und qualitativ oft hochwertige Suchergebnisse. Die Fachterminologien werden in Lexikoneinträgen erläutert und die Recherche durch Querverweise und Verlinkungen vereinfacht. Multimedia-Datenbanken. Diese enthalten Informationen in unterschiedlicher medialer Form. Dies können Texte, Grafiken, Audiodokumente, Animationen oder Videos sein. Die Inhalte sind entweder nach ihrem Format oder nach ihrem Inhalt kategorisiert. Und zuletzt Mischdatenbanken. Einige Datenbanksysteme lassen sich keinem der vorherigen Typen zuordnen, denn sie vereinen sowohl multimediale als auch enzyklopädische oder bibliografische Elemente. Diese Datenbanksysteme nennt man Mischdatenbanken.